gerade wollte ich jetzt das erste Mal wieder von Nordschleife zu fahren. Aber das ist cool, weil ja heute noch die VLN-Variante offen ist. Ne? Das ist ja, ja. Für mich jetzt nochmal ein Bike Highlight.
scheiße. Das ist scheiße, Mann. 500 PS oder so, ne? 550, 550 in der zivilen Variante ist. 600 und. Ich würde sagen, in der GTR oder so, ne? Hat er doch 600 dann. In der Nismo-Edition. Genau. Vor allem der Witz ist ja, die Nismo-Edition kostet 150.000 Euro und ist nicht schneller als der normale. Das ist auch so geil. Da geht sogar der rechte vordere Dämpfer auf Block. Was natürlich dem Umstand geschuldet ist, dass das hier auch mein Daily Driver ist. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja natürlich jetzt nicht so ein krankes Setup in einer Runde. Genau. Ja, ist klar. Hast du nicht mal eigentlich nochmal daran gedacht, einfach mal so eine Trackday-Karre zu kaufen, die du einfach vergewaltigen kannst? Oder lohnt sich das nicht? Dieses zwei Autos mit irgendwie administrieren, das ist zu Stress oder was? Ja, du musst den ja halt dann irgendwo hinstellen, hier am besten. Ne? Dann ist TÜV fällig, dann musst du hier hochfahren, das Auto aus der Garage holen, dann zum TÜV fahren. Da müssen neue Bremsen drauf, da müssen neue Reifen drauf. Und jedes Mal musst du hier irgendwie hin, um das irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Mhm. Also geradeaus sind die ja schnell, diese GTR aus, ne? Ja. Aber wenn du einmal dran vorbei bist im Rückspiegel, sind sie sehr schnell weg. Ja. Das hat der 800 Kilo Lebengewicht. Wobei das ja gut funktionieren soll mit dem Allrad und einem Zippi-Zappi, ne? Aber ich sag mal, wenn diese Elektronik da nicht drin wäre. Das ist ja das, was mich immer wundert. Das ist ja völlig gaga. Oh, schon wieder gelb. Finde ich. Aber ich finde, das ist dann wieder so reizlos, so, weil du hast einfach. Wie soll ich denn sagen? Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon der Toyota, der noch steht. Ne? Weil wenn du überlegst, weißt du, du baust so ein Auto, so ein Schweinskarre im Endeffekt, die einfach so schwer ist, dass du die durch Elektronik und Allrad nur dazu kriegst, dann schnell zu fahren, finde ich das ist scheiße. Jo. Finde ich einfach nur scheiße. Das ist wie wenn du heutzutage hier so ein Kampfflugzeug hast, wenn das keine Elektronik hätte, würde das Ding nicht fliegen. Ja. Weißt du, das ist genau so ein Irrsinn eigentlich. Deswegen mag ich den, ich würde den gerne mal fahren, den GTR, aber das wäre zum Beispiel ein Auto, da würde ich glaube ich nie glücklich mit werden, wenn ich mit den holen würde. Kennt mich. Ein netter Kerl. Ein netter Kerl.